26. Dezember, 9.44 Uhr, Bezirksgericht Angeklagtenzimmer Nummer 2. Karma? Richtig, Manfred von Karma. Er ist der beste Ankläger, den es gibt. Er hat in seiner 40-jährigen Karriere noch keinen Fall verloren. Er ist ein wahrer Anklagegott, right? Ein Gott. Keinen einzigen Fall? Er wird alles tun, um einen Schuldspruch zu erhalten. Wirklich alles. Klingt wie jemand anderes, den ich kenne. Klingt wie jemand anderes, den ich kenne, Edgeworth. Sie verstehen das nicht. Ich meine, er wird wirklich alles tun. Manfred von Karma muss man fürchten. Das ist eine ziemliche Behauptung für jemanden, der Selbstbeweise fälscht. Er hat mir beigebracht, was es wirklich heißt, jemanden strafrechtlich zu verfolgen. Was? Nehmen Sie einen so bissigen Ankläger wie mich und nehmen Sie das mal 10. Er war also Ihr Mentor, Herr Edgeworth? Und sowas in der Art. Und jetzt versucht er, Sie in den Knast zu bringen? Was für ein Fiesling. Oh, Moment. Vielleicht hat er vor, absichtlich zu verlieren, um Ihnen da rauszuhelfen. Nee, im Leben. Er hat in 40 Jahren nicht einmal verloren. 40 Jahre. Er ist 20 Mal so gnadenlos wie ich. Das ist verdammt gnadenlos. Wie ich schon gesagt habe, er ist ein Gott unter den Anklägern. Ich glaube, das muss dann wohl das sein, was Mia für mich war. Wo ich gerade von Mia spreche. Maya? Hm? Wir könnten jetzt wirklich Mias Hilfe brauchen. Meinst du nicht auch? Oh. Hm? Es klappt nicht. Tut mir leid. Ich hab's versucht, richtig doll sogar. Ich erreiche sie aber nicht. Du hast sie nicht erreicht? Es liegt wohl daran, dass ich nicht geübt habe. Meine Kräfte sind wieder erloschen. Oh Mann, was für ein Timing. Tut mir wirklich leid. Ich werde mein Bestes geben. Das will ich hoffen. Was flüstern Sie da? Ach, nichts. Nun, es ist soweit. Lassen Sie uns reingehen. 26. Dezember, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 3. Das Gericht verhandelt nun den Prozess gegen Herrn Miles Edgeworth. Die Verteidigung ist bereit, Euer Ehren. Herr von Karma, ist die Anklage bereit? Dummkopf. Glauben Sie ernsthaft, ich würde hier stehen, wäre ich nicht perfekt vorbereitet? Stimmt allerdings, ich bitte um Entschuldigung. Er hat sogar den Richter eingeschüchtert. Nun gut, Ihr Eröffnungsplädoyer bitte. Entscheidende Beweise. Einen entscheidenden Zeugen. Was könnte sonst noch erforderlich sein? Das reicht natürlich, das sollte wohl genügen. Die Anklage darf ihren ersten Zeugen aufrufen. Was soll das denn mit dem Kerl? Ist der Mitglied des Königshauses oder was? Wie soll ich bloß dagegen ankommen? Ich rufe den für diesen Fall zuständigen Inspektor Dick Gumshoe in den Zeugenstand. Okay, Gumshoe ist als erster dran. Mal sehen, wie das läuft. Beschreiben Sie den Vorfall. Sofort. Jawohl, mein Herr. Inspektor Gumshoe sieht nervös aus. Sehen Sie bitte auf den Umgebungsplan. Der Mord ereignete sich spät am Heiligabend, so gegen Mitternacht. Genau in der Mitte des Sees befand sich ein Boot. In dem Boot waren zwei Männer. Nun zufällig kämpfte hier am Ufer des Sees eine Frau. Um 0.10 Uhr hörte sie zwei Pistolenschüsse. Dann fuhr das Boot los. Es fuhr zum Bootsverleih. Umgebungsplan zur Gerichtsakte hinzugefügt. Beschreiben Sie dem Gericht die Verhaftung. Sofort. Moment mal, Herr von Karma. Ja? Eigentlich bin ich derjenige, der hier das Verfahren leitet. Falsch. Sie haben hier nur eine einzige Aufgabe. Sie klopfen mit Ihrem Hammer und sagen das Wort schuldig. Das ist Ihre Rolle hier. Ja, natürlich. Sie haben völlig recht. Nein, hat er nicht. Zeugenaussage, Festnahme von Edgeworth. Ein Mann rief etwa 30 Minuten nach Mitternacht im Polizeirevier an. Wir begaben uns so schnell wie wir konnten zum Schauplatz des Verbrechens. Dort trafen wir Herrn Edgeworth an. Und ich hatte ihn überhaupt nicht im Verdacht. Aber am nächsten Morgen wurde eine Leiche im See gefunden. Deswegen mussten wir Herrn Edgeworth festnehmen. Verstehe, nun gut.
Beginnen Sie mit dem Kreuzverhör, Anwalt. Sofort. Kreuzverhör, Festnahme von Edgeworth. Oh, Junge. Ein Mann rief etwa 30 Minuten nach Mitternacht im Polizeirevier an. Ein Mann? Sie haben einen Anruf von einem Mann erhalten? Genau. Aber Sie haben gesagt, dass dort eine Frau gekämpft hat. Sie war diejenige, die die beiden Pistolenschüsse gehört hat, oder nicht? Eutruch. Die Frau und der Mann, der angerufen hat, sind eben zwei verschiedene Personen. Verschiedene Personen? Es gab zwei Zeugen. Oh! Ihre Aussagen deckten sich aber weitestgehend. Heute habe ich die Camperin herbestellt. Die Camperin, Lotta Hart. Was passierte als nächstes, Inspektor? Wir begaben uns so schnell wir konnten zum Schauplatz des Verbrechens. So schnell wie sie konnten? Wie schnell? Wie viel Zeit verging zwischen dem Anruf und ihrem Eintreffen am See? Nun, ich würde sagen, es müssen so ungefähr 3 Minuten gewesen sein. Das war ziemlich flott. Unser Motto diesen Monat lautet, auf die Schnelle zur Stelle. Inspektor, unterlassen Sie es, gedankenlos geheim, dein Dienstgeheimnisse preiszugeben. Jawohl, tut mir leid. Halten Sie sich daran und Sie können sich auf Ihre nächste Gehaltsmitteilung freuen. Heutzutage kann man sich auf so vieles freuen. Wir haben ja keine Zeit für Träumereien. Fahren Sie fort. Jawohl. Dort trafen wir Herrn Edgeworth an. Nur Herrn Edgeworth? Welchen Eindruck machte Herr Edgeworth auf Sie, als Sie ihn dann sahen? Nun, für mich sah er ziemlich entspannt aus. Ganz und gar nicht wie ein Mörder, ehrlich. Inspektor, das Gericht will von Ihnen nur die Fakten hören und nicht Ihre Meinung. Wie viele Jahre sind Sie schon bei der Polizei? Nur Fakten, Inspektor. Harte, nüchterne, objektive Fakten. Jawohl. Oh, der Manfred von Karma ist aber ganz schön streng. Oh Mann, der hebt ja einen Einspruch nach dem anderen. Nun, ich hatte ihn überhaupt nicht im Verdacht. Warum kam er Ihnen nicht verdächtig vor? Das sollten Sie doch wissen. Wir haben ein enges, vertrauensvolles Verhältnis zu den Staatsanwälten. Inspektor, das Gericht ist nicht an Ihren Überlegungen interessiert. Eng, vertrauensvoll, Blödsinn. Ich habe noch nie so viele leichtfertige Kommentare von einem echten Inspektor gehört. Inspektor Gamschuh sieht gar nicht gut aus. Fahren Sie fort. Sofort. Aber am nächsten Morgen wurde eine Leiche im See gefunden. Am nächsten Morgen erst? Haben Sie irgendwelche Hinweise bei der Leiche gefunden? Eine einzige Kugel wurde aus der Leiche gesichert. Ihm wurde ins Herz geschossen. Die Verletzung war tödlich. Richter, hier ist die Kugel. Sie ist auf keinen Knochen getroffen, deswegen ist sie gut erhalten. Sehr gut, das Gericht nimmt die Kugel als Beweis auf. Pistolenkugel zur Gerichtsakte hinzugefügt. Deswegen mussten wir Herrn Edgeworth festnehmen. Warum denn das? Nun, wir haben die Mordwaffe im Boot gefunden. Die Mordwaffe? Eine Pistole. Inspektor Gamschuh, das ist eine entscheidende Information. Bitte überdenken Sie Ihre Aussage. Stimmt, tut mir leid, Euer Ehren. Die Mordwaffe, die wir im Boot fanden, war ein entscheidender Beweis. Wieso? Was hat diese Pistole zu einem entscheidenden Beweis gemacht? Aua! Der hat ja dasselbe fiese Lachen wie Edgeworth. Oh, ich habe vergessen, mein Handy lautlos zu machen. Entschuldigung! So. Auf dem Boot gefundenen Pistole befanden sich Fingerabdrücke. Auf ihr waren deutliche Abdrücke von Herrn Edgeworths rechter Hand. Was? Oh nein, das sind Fingerabdrücke. Ruhe! Ruhe! Herr Edgeworths Fingerabdrücke wurden also auf der Mordwaffe sichergestellt. Ja, euer Ehren. Oh, diese ganzen tiefen Stimmen gehen mir echt auf die Stimme. Richter, dies ist die fragliche Waffe.
Als Beweis angenommen. Pistole zur Gerichtsakte hinzugefügt. Mitglieder des Gerichts. Wir haben nun die beim Mord verwendete Pistole und die in der Leiche gefundene Kugel. Inspektor? Jawohl. Wurde die in der Leiche gefundene Kugel aus dieser Pistole abgefeuert? Ja, die ballistischen Spuren an dieser Kugel stimmen mit der Pistole überein. Hey, Nick. Was meint ihr mit ballistischen Spuren? Erschütternd. Unfassbar, dass hier jemand ist, der nicht einmal weiß, was ballistische Spuren sind. Nick, er starrt mich so zornig an. Nun gut, ich werde es Ihnen erklären. Eigentlich könnten Sie das übernehmen, Richter. Ballistische Spuren sind so etwas wie die Fingerabdrücke einer Pistole. Der Lauf hinterlässt eindeutige Spuren an jeder abgefeuerten Kugel. Anhand dieser ballistischen Fingerabdrücke lässt sich die benutzte Pistole erkennen. Das ist ein sehr genaues Verfahren. In der Tat. Das führt zu der untrüglichen Schlussfolgerung, die Kugel aus dem Herzen des Opfers wurde ohne jeden Zweifel aus dieser Pistole abgefeuert. Und auf dieser Pistole befanden sich bekanntlich die Abdrücke des Angeklagten. Was ist logisch? Ruhe, Ruhe! Das ist übel. Jetzt sieht es ganz danach aus, als hätte Edgeworth es getan. Nun, Richter. Ich würde sagen, aber das ist fast entschieden. Ehrlich gesagt könnte ich bereits an dieser Stelle mein Urteil verkünden. Jedoch. Sie möchten die Zeuge noch hören, versteht sich. Nun gut. Ich bin etwas ermüdet, deswegen genehmige ich mir eine kurze Pause. Ich werde meine Zeugin dann nach der Unterbrechung aufrufen. Diese wird 10 Minuten dauern. Richter? Ja? Was ist los mit Ihnen? 10 Minuten Pause. Sofort. Aber Moment mal, ich... Klopfen Sie einfach mit dem Hämmerchen, damit wir hier weiterkommen, Mann. Ja. Das Gericht macht 10 Minuten Pause. Wer führt in diesem Gericht eigentlich den Vorsitz? Tja, wahrscheinlich Manfred von Kaber. 26. Dezember, 11.09 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Oh, Junge, Junge, Junge. Edgeworth, was ist hier los? Ihre Fingerabdrücke waren auf der Mordwaffe. Und dieses nebelige Foto macht eines ganz klar. Der Einzige, der diesen Mann erschießen konnte, war die Person auf dem Foto. Stimmt. Waren Sie das in dem Boot? Ja, das war ich. Was? Aber Sie müssen mir glauben, ich habe ihn nicht erschossen. Wer war es dann? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht? Waren Sie denn etwa nicht dort? Ich habe einen Schuss aus nächster Nähe gehört. Dann fiel der andere Mann aus dem Boot. Ich kann nicht sagen, warum. Aber in diesem Moment dachte ich, er hätte sich selbst erschossen. Sie wollen sagen, es war Selbstmord? Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Hä? Soll ich bloß irgendwen davon überzeugen? Sag mal, Maya. Hä? Was? Hast du Mia schon erreicht? Oh, tut mir leid. Bis jetzt nicht. Mist. Ich weiß. Ich bin zu nichts zu gebrauchen, stimmt's, Nick? Wenn ich meine Schwester nicht rufen kann, könnte ich gleich daheim bleiben, oder? Ja, du bist nutzlos. Nein, ich brauche dich hier. Nein, natürlich nicht. Ich brauche dich hier. Ich sehe doch, dass du dir richtig Mühe gibst. Auch wenn es noch nicht wirklich geholfen hat. Die Absicht zählt doch, oder? Ist schon okay, Nick. Du musst mich nicht aufmuntern. Ich weiß ja nichts über Prozesse oder Verteidigung. Außerdem bin ich ein Medium, das nicht einmal Kontakt zu Geistern aufnehmen kann. Ach, jeder nimmt sich meine Auszeit. Ich meine, ich hatte in letzter Zeit ja viel Glück. Aber man weiß nie, wann das damit vorbei ist. Wirklich? Wow, right. Beschwören Sie bloß nichts herauf. Es ist doch schon schlimm genug. Das ist schlecht für mein Herz. Oh. Tut mir leid. Ups. Das Gericht tagt wieder. Herr von Kammer, rufen Sie Ihren Zeugen auf. Ja. Frau Lotte Hart soll in den Zeugenstand treten.
Charlotte Hart, Sie studieren und forschen an einer Universität. Das tue ich. Gut, erzählen Sie uns zunächst, was Sie in der Nacht des Vorfalls sahen. Und fügen Sie nichts Banales oder Subjektives hinzu. Verstanden? Sie sollten mal Manieren lernen. Verstanden? Ja, hab schon verstanden. Verstehe schon. Nun gut, Ihre Aussage bitte. Zeugenaussage, Zeugenaussage. Es war ein Heiligabend, so kurz nach Mitternacht, würde ich meinen. Ich saß in meinem Auto. Ich hörte dieses Peng vom See. Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich zwei Herren in einem Boot. Da gab es ein weiteres Peng. Auf dem See war nicht das Geringste außer dem Boot. Ein weiteres Peng? Genug. Hä? Richter, sie hat zufällig ein Foto von dem Vorfall gemacht. Das ist das Foto. Nehmen Sie es als Beweismittel auf. Nun, das ist ja eine Überraschung. Das sieht so aus, als wäre es genau der Augenblick des Mordes. Ja, der Augenblick des Mordes? Ruhe! Ich werde den Gerichtssaal räumen lassen, wenn nicht sofort Ruhe ist. Wie die Zeugin ausgesagt hat, blickte sie auf den See, als sie den Schuss hörte. Auf dem See befanden sich keine weiteren Boote. Also muss der andere Mann im Boot des Opfers erschossen. Im Boot das Opfer erschossen haben. Ja, es war der Angeklagte Miles Edgeworth. Das ist so der. Ruhe! 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 Ich werde den Saal räumen lassen! Nun, Richter? Die Beweise sind eindeutig. Ich habe kaum Zweifel, was diesen Fall betrifft. Nun gut, das Gericht befindet den Angeklagten für Einspruch. Moment mal, euer Ehren. Ich habe die Zeuge noch nicht ins Kreuzverhör genommen. Ein Kreuzverhör? Wir haben einen Fotobeweis. Welche Fragen soll es da noch geben? Dieses Foto sagt mehr als 1000 Worte und sie alle bedeuten schuldig. Sie haben verloren. Oder wollen Sie etwa behaupten, Sie hätten Ihrer Aussage einen Widerspruch entdeckt? Nun gut, wenn es denn sein muss, dürfen Sie die Zeugen ins Kreuzverhör nehmen. Sie werden nur herumstochen und belanglose Fragen stellen. Sie werden nichts finden. Und dann werde ich Sie wegen Missachtung des Gerichts zur Verantwortung ziehen. Nick, Missachtung? Missachtung des Gerichts, du weißt schon? Ich glaube, ich verstehe. Nur, was wirst du tun? Glaubst du wirklich, dass in Ihrer Aussage ein Widerspruch steckt? Aber ein ganz dicker Widerspruch. Ich glaube, mir ist da eine Kleinigkeit aufgefallen. Wow, ich bin echt beeindruckt, Nick. Mir ist nämlich nichts aufgefallen. Gut, dann besorgen wir es ihm jetzt. Ja, genau. Ich habe gar kein gutes Gefühl dabei. Verstehe. Ich werde die Zeugin ins Kreuzfeuer nehmen. Nun gut. Ich bete um ihretwillen, dass dies keine Zeitverschwendung ist. Kreuzverhör, Zeugenaussage. Am besten konzentrieren wir uns erstmal nur auf den eindeutigen Widerspruch, weil das kann Strafen geben inzwischen, wenn man zu sehr in den Aussagen herumstochert. Es war eigentlich Abend, so kurz nach Mitternacht, würde ich meinen. Ja, das ist richtig. Ich saß in meinem Auto, Ich hörte dieses Peng vom See. Aha. Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich zwei Herren in einem Boot. Dann gab es ein weiteres Peng. Das ist verdächtig. Ein weiteres Peng? Haben Sie genau in dem Moment hingesehen, in dem der Schuss zu hören war? Nun, ja, gewiss. Sie stellen belanglose Fragen. Völlig belanglos. Widersprüche, Herr Wright. Kein belangloses Geschwafel. Von Karma. Ich glaube, ich kann es nicht leiden. Er versucht mich davon abzuhalten, mit der Zeugin zu reden. Zu welchem Zweck? Nicht das Geringste außer dem Boot. Ein weiteres Ping. Die Mordwaffe Kaliber 22. Dreimal abgefeuert. Mit Abdrücken von Edgeworths rechter Hand. Dreimal abgefeuert. Der Leiche des Opfers gefunden. Die Spuren passen zum Lauf der Mordwaffe.
Jetzt ist die Frage. Gehen wir auf den Autopsiebericht ein? Weil da steht Schuss ins Herz. Aber es wurde nur einmal geschossen. Weil wie kannst du denn ein zweites Peng hören? Oder gehen wir auf die Kugel, da ja nur eine von denen gefunden wurde? Oder gehen wir auf die Pistole, die dreimal abgefeuert wurde und nicht zweimal? Das ist der Umgebungsplan. Das ist das Foto vom See. Automatisch am 25.12. um 0.15 Uhr geschossen. Zum Ansehen prüfen drücken. Ein weiteres Ping. Versuch's mit dem Autopsiebericht. Wie gesagt, es ist ein sehr schwieriger Fall und Manfred von Karma ist ein extrem schwieriger Gegner und deswegen kann es sein, dass ich zwischendurch mal zwischenspeichern muss, damit wir den Fall nicht verlieren und nochmal ganz von vorne anfangen müssen. Weil dann würde ich wirklich das Let's Play in die Länge ziehen. Okay, wir versuchen das mal. Nein, nichts. Gab es ein weiteres Peng. Auf dem See war nicht das Geringste außer dem Boot. Das ist ja richtig. Da waren überhaupt keine Widersprüche zu erkennen. Tut mir leid, Nick. Wenn meine Schwester nur hier wäre. Maya nimmt sich das wirklich schwer zu Herzen. Ein Heiligabend, so kurz nach Mitternacht, würde ich meinen. Ich saß in meinem Auto. Ich hörte dieses Peng vom See. Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich zwei Herren in einem Boot. Dann gab es ein weiteres Peng. Leg jetzt die Kugel vor oder die Pistole? Die Kugel ist es nicht. Dieser Fall ist echt schwer. Das hat mir im Richter kaum Punkte eingebracht. Ja, da gab es ein weiteres Peng. Das ist auf jeden Fall der Casus Knactus. Warum schießt er zweimal? Auch nicht. Okay. Ich nichts. Okay, es wird Zeit zu speichern. Ich bin gleich wieder da. Und da sind wir wieder. Mit zwei Versuchen. Ach du liebe Zeit. Als ich ins Fenster blickte, sah ich zwei Herren in einem Boot. Okay, ich weiß, worauf die hinaus wollen. Wenn wir uns dieses Foto ansehen, kann man überhaupt nicht erkennen, dass es zwei Männer sind. Was? Nicht? Na, okay. Okay, gut. Ich lade eben nochmal neu. Es tut mir so leid, das ist so ein ätzend schwerer Fall. Bis gleich. Wir sind wieder zurück. Gab es ein weiteres Peng, als ich ein Fenster blickte? Wir greifen das erstmal an, okay? Konnten Sie die beiden Männer deutlich sehen? Schauen Sie doch nur auf das Bild. Ist das nicht deutlich genug? Oh oh. Weiter angreifen. Einen Moment mal. Ich habe Sie nicht nach dem Foto gefragt. Ich habe gefragt, ob Sie die beiden Männer gesehen haben.
Tja, nun, natürlich. Die Zeugin hat bereits gesagt, dass sie sie gesehen hat und ein Foto gibt's auch davon. Sie sollten lieber an einer anderen Stelle nach Widersprüchen suchen. Er ist aber schnell darauf eingegangen. Er hatte das zu verbergen. Hört dieses Peng vom See. Sie haben also in diesem Moment nicht auf den See geschaut? Nee. Ich habe geschaut, nachdem ich den Knall gehört hatte. Das hat sie doch schon ausgesagt. Ich habe sie aufgefordert, Widersprüche zu finden. Und nicht dazu, mit der Zeugin Konversation zu pflegen. Ugh. Fensterblickte sah ich zwei Herren in einem Boot. Umgebungsplan. Hätte sie das von der Position aus sehen können? Versuchen wir es mal. Nee, auch nicht. Dieser verdammte Fall ist so schwer. Ich lade nochmal neu. Mann. Da sind wir wieder. Der See war nicht das geringste außer dem Boot. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja, es ist sicher, wie sich ein Mädel vom Land da sein kann. Es klingt, als wäre sie sich verdammt sicher. Härter angreifen. Warum sind Sie sich so sicher? Nun, verdammt, ich habe den ganzen See abgesucht. Den ganzen See abgesucht? Es klingt fast so, als wäre der See interessanter für Sie gewesen als das Boot. Frau Hart, Sie... Herr Wright. Die Zeugin hat die Frage hinlänglich beantwortet. Weitere Fragen sind nicht nötig. Einspruch stattgegeben. Das ist eigentlich mein... Stattgegeben. Ja, natürlich. Na toll. Was soll ich denn jetzt nur tun? Da waren überhaupt keine Widersprüche zu erkennen. Tut mir leid, Nick. Wenn meine Schwester nur hier wäre. Mai nimmt sich das wirklich schwer zu Herzen. Ja. Heiligabend. So kurz nach Mitternacht. Ich meine, ich saß in meinem Auto. Warum haben sie überhaupt dort gecampt? Ich studiere und forsche an meiner Universität. Ich habe Aufnahmen für meine Forschungsarbeit gemacht. Was für Forschung denn? Das klingt doch alles verdächtig. Härter angreifen. Frau Hart, können Sie etwas näher auf Ihre Forschung eingehen? Aha. Was hat das Motiv der Zeugin für ihre Anwesenheit am See mit diesem Fall zu tun? Die Antwort lautet nichts. Ich erhebe Einspruch gegen diese Art der Befragung. Einspruch stattgegeben. Moment mal, jetzt! Das ist aber mein Text. Nun, dann sagen Sie es schon. Einspruch stattgegeben. Vielen Dank für gar nichts, Euer Ehren. Ich hörte dieses Peng vom See. Ein weiteres Peng. Warum gab es ein weiteres Peng? Ja, wenn es ein weiteres Peng gab, müsste es eigentlich auch ein weiteres Foto geben, oder nicht? Wir sind gerade eher am Rumkrebsen. Ich versuch's einfach mal. Nope. Und wieder zurück an den Anfang. Es wird jede Menge rauszuschneiden sein. Der See war nicht das geringste außer dem Boot. Riesige Lebensform Gurtsee gesichtet. Sie war nicht das geringste außer dem Boot. Schuss
ins Herz. Dieses Foto, wo man überhaupt nicht erkennen kann, dass es zwei Männer sind. Die Aussage ist gespickt mit Widersprüchen, aber nichts wirkt irgendwie. Mein Anwaltsmarke vielleicht? Nein. Heiligabend, so kurz nach Mitternacht, würde ich meinen. Ich saß in meinem Auto. Ich hörte dieses Ping vom See. Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich zwei Herren in einem Boot. Dann gab es ein weiteres Ping. Im See war nicht das geringste außer dem Boot. Das heißt, es gab ein erstes Ping. Dann sah sie aus dem Fenster und die zwei Herren standen noch da. Dann gab es ein weiteres Ping. Das zweite Ping muss dann der Schuss gewesen sein. Aber was war das erste Ping? Ich hörte dieses Ping vom See. Und sie haben also in diesem Moment nicht auf den See geschaut. Natürlich so ein Karma wischt sich ein. Kennt man ja. Zwei Herren in einem Boot. Ich meine, ich habe das Spiel wahrscheinlich schon mal durchgespielt, aber ich kann mich gerade echt nicht mehr an die Lösung erinnern, ne? Ach, warum ist die allererste Aussage so schwierig? Direkt die allererste. Das Allerverdächtigste ist halt, dass sie zwei Pings gehört hatte. Das habe ich noch nie vorher irgendwie gehört. Und es gibt ja auch nur eine Kugel. Die Waffe wurde aber insgesamt dreimal abgefeuert. Peng vom See. Gibt es ein weiteres Peng? Und sie war nicht das geringste außer dem Boot. Ich fische gerade echt im Trüben, ne? Ich glaube, ich schneide das hier, bis ich die Lösung gefunden habe. Wir sehen uns dann gleich. Moment mal!
Aha. Man muss nur alles angreifen, was sie sagt. Das Spiel hat mich verdammt nochmal ausgetrickst. Okay, man muss wirklich alles nur angreifen. Genug! Ich denke, wir haben alles gehört, was wir hören müssen, Herr Wright. Es scheint so, als könnten Sie keine nennenswerten Widersprüche aufdecken. Aber Euer Ehren. Halten Sie Ihr Versprechen. Herr Wright, ich fürchte, ich muss Sie bei weiteren Ausbrüchen mit einer Strafe belegen. Wegen Missachtung des Gerichts. Und sollte dieser Fall eintreten, müssten Sie den Saal sofort verlassen. Verstanden. Aha. Nick. Doch das Aussage ist faul, Nick. Richtig faul. Ich weiß genau, was du meinst. Aber... aber was soll ich denn machen, wenn ich nichts sagen darf? Ich glaube, wir haben die Beweise hinreichend erörtert, um ein Urteil zu fällen. Dann fällen Sie Ihr Urteil. Nun gut. Herr Miles Edgeworth, bitte treten Sie in den Zeugenstand.